aber doch nicht meine Lydia. Das war gar nichts. Da seid ihr. Nur ein Kratzer. Hab ich denn Lydia wo umgebracht? Tot? Du Lappen? Hey, doch nicht ich! Hey, doch nicht ich! Alter! Nein, 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 nein! Ich sehe das nicht so, ich sehe das nicht so! Eieieiei, der hat aber Schaden gemacht, Alter! Wo ist der hässliche Magier? Alter! Boah, lass das! Boah, fick dich! Fick dich! Ich brauch ganz dringend Resistenzen. Was? Ja, klar, möchte ich das vergessen. Was war das? Was geht denn hier? Ist ja kein Wunder, dass Lydia vorhin tot am Boden lag. Ach, Schnauze! Ich hab dir vorhin schon gesagt, dass du keine Ahnung von meinem erbärmlichen Leben hast. Puh, also das nächste Mal in Briesenheim müssen wir auf jeden Fall wieder Heiltränke versuchen herzustellen. So, jetzt gucken wir nochmal eben, ob es hier oben noch was... Doch niemand hier. Nö, nö. Gut, jetzt muss ich erst einmal da unten gucken, weil ich glaube, da oben geht's weiter. Ich weiß es nicht, ich speichere mal. Ah, da geht's doch nicht weiter. Also, der hat ein Cape. Was? Nein! Ach, Lydia. Alter, jetzt hopst du hier schon wieder so ein schwuler Pummelmagier rum. Was machst du? Du bist ja bekloppt. Toll, episch. Warum lebst du noch? Ach, da hinten ist der schwule Magier. Das ist so toll gelaufen. Gut, wir gucken dann auf jeden Fall mal da unten und dann versuchen wir uns die Gegner mal einzeln zu pullen. Es nützt ja alles nichts. Da hätte ich mir hier reingeguckt. Alter Scheiße, Wutzki haben die Schaden gemacht. Kaiserlichen Bogen hängen die denn nicht? Bitte dich. Habt ihr sonst keine Errungenschaften hier? Na geht doch. Zaubertrank der Kleinheilung, immerhin. Lieber kleine Heilung als gar keine Heilung. Die legendäre Stadt Zankretor. Zweihändig verbessert. Ja, super. Der Schuppi. Ah, Mist, aber. Tja. Dann müssen wir jetzt versuchen, der Gegner zu buhlen, die Einzelnen. Dann können wir erst da weiter gucken, wo die Gefangenen sind. Weil das sind ja Untertage, sind das ja weitaus mehr wie Obertage. So sagt man sich in fernen Provinzen. Ich muss mal lesen. Lydia. Lydia. Ich bin direkt hinter euch. Ich bleibe hier und passe auf. So gefällt mir das, weil dann locke ich die nämlich mal hier hin. Oder ich versuche die einzeln zu locken. Hallo? Hallöchen? Was? Nix. Nee, gar nicht. Lydia, du sollst da bleiben, hab ich gesagt, du blöde Bratze. Das ist noch viel mehr als du kannst. Scheiße, jetzt ist der blöde Magier wieder da. Episch!
Epicolo. Nordwachtvernehmer. Was? Das sieht irgendwie ungut aus hier. Lydia, nicht in meinen Schlag reinlaufen. Da brauchst du dich nicht wundern, wenn du gleich schon wieder tot bist, du blöde Kuh. Das war das. Alter Schwede, was war das denn für einer? Schlüssel zur Festung Nordwacht. Alter Schabutzki, ey. Nordwachtvernehmer. Das ist natürlich, ja gut, weiß ich nicht, was die, die mir damit sagen wollen. Oh, schläft sie nicht friedlich? Oh. Das sieht total falsch aus. Oh Gott. Ich wollte mal hier nach Schätzen gucken. Ich habe gehört, hier gibt's was. Ein Elfenschild habe ich schon. Gewöhnlicher Seelenstein, super. Super Vulkanglasschwert. Ich finde das Vulkanglasschwert immer noch geil. Haben wir aber, glaube ich, schon. Aber nehmen wir trotzdem mit so lang was können. Einfach weil wir es können. Ich glaube, die letzte Skyrim-Aufnahme war ich, glaube ich, auch schon ruhiger. Aber ist ja auch egal. Wenn ihr bis hier noch guckt, wird es nicht so schlimm gewesen sein. Da ist der Gefangene ja schon. Ach, schau einer an. Hier sind komische Riesenhände und Riesenfüße. Talmor Cloak. Eine Säge. Gut, hier waren dann die nicht so freundlichen Zaubertrank der starken Heilung. Gott sei Dank. Die nicht so freundlichen Verhöre. Aber guck mal, wie unterschiedlich solche Taschendiebstahl. Wie unterschiedlich solche Kämpfe doch ausgehen können. Ihr da, was treibt ihr da? Du Kollege, ich bin hier, um dich zu retten. Ich hatte nicht damit gerechnet, jemals wieder ein freundliches Gesicht zu erblicken. Na, wir müssen uns so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Los! Du Lappen, komm hoch. Katzen landen immer auf ihren Pfoten. Das ist ein Schrank. Ein Tisch. Wenn du die ganze Zeit vor dem Tisch läufst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du nicht rauskommst. Aha. Gut. Für dich auch kein Problem. Ist kein Thema. Lydia, mein kleines Kind. Kommt da mal hier hin. Ach, du hast ein Vulkanglasschwert. Wir brechen auf? Natürlich. Wie ihr befehlt, Tane. Tane, was meinst du, was denkt wohl so eine Frau, wenn so ein bepelztes Tier vor ihr steht und sagt, ich bin Tane? Sind die Khajiit eigentlich so irgendwie so die Zigeuner der Dingens von Himmelsrand? Ihr seid tot. Du bist tot. Niemand anders außer dir ist tot. Ist das alles, was ihr könnt? Psst, mein Kleiner. Du hast keinen Kopf mehr, mit dem du sprechen kannst. Zaubertrank des Beschwörers. Beschwörungszauber fügen über. Das ist ja super. Ey, Thorald, wollen wir nicht hier deine Freunde. Ich dachte, ich habe einen Schlüssel. Wollen wir nicht deine Freunde hier befreien? Was hältst du davon? Ist natürlich alles Meister, ist natürlich total kacke. Aber ich habe doch eigentlich jetzt zwei Schlüssel für diese Festung. Ist der jetzt nicht irgendwie. Kann ich das nicht aufschließen? Und vor allem, wenn ich die jetzt aufschließe, kommen die dann da raus und helfen die mir oder eher nicht so? Ach so. Haha. Hey. Habt ihr keine Angst, etwas in Brand zu stecken? Was? Warum? Sollte ich? Lasst mich in Ruhe. Ich hab. Lydia? Geht das schon wieder los mit dir? Freunde, ihr seid frei. Was guckt ihr denn so? Du bist frei. Was guckt ihr denn so? Du bist frei. Hallo? Ich muss hier raus. Ja, die Tür steht offen. Ich muss hier raus. Ich fühle dich frei und ungebunden. Was haben wir hier denn?
Leere Weinflaschen. Ach, verdammt. Was ist das? Tunika, Hose. Achso, das sind wahrscheinlich die Gefangenenkleidung. Aha. Sehe ich da eigentlich so kleine Runen auf dem Schwert? Das ist ja gut. Ey, jetzt ohne Scheiß, das gab's doch vorher nicht. Oder ist mir das vorher alles nicht aufgefallen? Was ist denn los hier? Das ist ja echt schlimm. So, Bücher muss ich natürlich auch mal gucken, weil da lässt sich ganz schnell immer mal so ein Fertigkeitspunkt abgreifen. Und das finde ich natürlich total super. Das ist eine Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Da gehen wir jetzt einfach wieder raus. Haha, der freut sich nämlich auch. Haha, wir sind raus. Haha, haha. Thorald. Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr mich aus diesem Ort gerettet habt. Kein Thema. Ich schätze, ich hätte wohl sonst nie mehr das Tageslicht erblickt. Aber weshalb riskiert ihr euer Leben für mich, einem Fremden? Weil ich so ein super Typ bin. Eure Familie hat sich Sorgen um euch gemacht. Natürlich, ich hätte es wissen müssen. Das war Abolsteins Idee, nicht? Wo ist er? Ich habe ihm gesagt, er soll in Weißlauf warten. Eine weise Entscheidung, aber ich fürchte, dort ist er vielleicht nicht mehr sicher. Sie werden nach mir suchen. Und in Weißlauf werden sie zuerst nachsehen. Ich kann nicht bleiben. Nicht hier, nicht in Weißlauf. Für Abolstein ist es vermutlich auch nicht sicher. Am besten versuchen wir uns den Sturmmänteln anzuschließen. Aber würdet ihr mir einen Gefallen tun? Hm. Sagt meiner Mutter, sie müsse den kalten Wind des Winters erdulden. Denn er trägt die Samen des nächsten Sommers mit sich. Sie wird schon wissen, was das bedeutet. Nochmals vielen Dank. Ihr habt mir das Leben zurückgegeben. Was? Natürlich. Kehre zu Fralia Graumähne zurück. Das können wir so kurz machen. Hier gibt es nämlich eigentlich auch nichts mehr, was ich mir angucken möchte. Ich bin echt perplex im Moment. Vor allem die Tage sind so fürchterlich klar. Ich hoffe, es gibt jetzt trotzdem aber noch Regen und Nebel und so. Weil irgendwie, ich habe wirklich null Fog, also Nebel. Ich meine, weiß nicht, also vom Prinzip her gar nicht so. Ach, apropos, wir haben eine neue Stufe. Stufe! Stufenaufstieg! Gesundheit, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Und dann möchte ich, ich habe keinen Dunst. Blocken kann ich noch nicht. Einhändig, kündig, was kann ich denn da? Halt, nee, ich möchte Rüstung. Ach, ich möchte Rüstung, möchte ich irgendwas. Was kann ich? Kann ich Rüstung irgendwas machen? Ich könnte Rüstungswert steigern oder wenn du ausschließlich leichte Rüstung drehst. Nee, ich würde sagen, das nehmen wir erstmal generell, ne? Weil es gibt doch. Scheiße, ich habe jetzt gar nicht geguckt, aber so direkt passive Fähigkeiten gibt's doch nicht, oder? Direkt in den Fertigkeiten. Kartwasten. Achso, das sind glaube ich. Ja, hier. Das sind glaube ich hier noch Orte, die ich eingetragen habe von der Karte von denen. Von den Kaiser. Ach nee, hab ich gar nicht. Windhelm, sprich mit Aventus Aretino. Schließ dich dem Aufstand der Sturmmäntel an. Da müssen wir auch auf jeden Fall hin. Ach, wir müssen so wahnsinnig viel machen, aber wir schließen jetzt erstmal die eine Quest ab. So, habt ihr davon. Ich muss mir dringend erstmal noch was zu trinken einschütten. Moment. Mist. Kabel ist so kurz. Ein letztes Schörlchen. Ein Apfelschörlchen mache ich mir gerade. Während des langen Ladebildschirms. Hallo Traveler! Traveler. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Was? Lasst mal sehen. Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich, Einladungen an Reisende zu verteilen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Und warum kriege ich jetzt Spam? Direkt da schon per Kurier zugesandt.
Per E-Mail kann ich das ja noch verstehen, aber so.